When I'm out in them wild boys, blunts and fillets. When I'm out in LA, boys, raps and switches. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now go it up, raise it up for that gangsta shit. Now blood walk to this, now rip walk to this. Now throw it up, raise it up for that gangsta shit. I'm in my Lambo, baggin', my 4-4 faggot. Doors lift up, I'm like, go, go, gadget. See the shit I got on. Homie, I hate to my Teflon on, boy, my government issue. I hit your vertebrae, bullets rip through tissues. Your wife on a futon, hugging the shih tzu. Homie, you a bitch, you got feminine ways. Heard you got 4 lips and bleed for 7 days. I got 4 fifths and bananas on the case. And got more whips than a runaway slave. Me and Yayo go back like some high top fades. When I made 50 mil, M got paid. When I made 60 mil, Dre got paid. When I made 80 mil, Jimmy got paid. I ain't even got the rap now. Life is made. Said I ain't even got the rap. I'm filthy, man. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I'm laughing. I think nothing but $100 bills in the bank, bro. I got the kind of money that the bank can't hold. Got it off the street, moving bundles and O's. 7-3 Caprice, old school when I roll. Breeze pass with the E-pass, fuck the toll. No more platinum, I'm wearing gold. I'm internationally known as the kid with the flow that brings enough dough. It's never enough dough. Shit, I need more. New shit out the store. Baby blue was old, fresh off the floor. Stash box by the dash box, case they want war. Make the purple, bring the green in, fuck the law. I'm oh so raw, I'm out, I'm sure. I'm like the coolest motherfucker around the globe, boy. I set the glove on fire, I told ya. I'm the general, salute me, soldier. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. I'm laughing straight to the bank with this. Ha, 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 ha. I'm laughing. Work it out now, show them work it out. I wanna see you break it down. Bag it up now, you know what I'm about. It's like a bank job, I'm in and I'm out. Und nun rufe ich den Kämpfer in die rote Ecke. You know, salute the boy. You know, I'm digging my man, spin beats, them ill ass cuts, spin, keep doing your thing, baby. Ja, okay. Ja,
And our first bout of the evening is a kickbox K1 fight in the category C. Both fighters weighed in at 60 kilograms. Our referee in charge, Said Babazadeh. So, meine Damen und Herren, jetzt darf ich auch das Event starten. Willkommen bei Vendetta 34. Für die Zuseher zu Hause am Livestream. Wir starten gleich mit einem Kampf im K1 Amateur. Es geht gleich zu Beginn richtig zur Sache. Mobasa Baraki derzeit mit Vorteilen, auch mit einem sehr aggressiven Stil, geht er immer wieder nach vorne, lässt seinem Gegner aus Ungarn kaum eine Chance, in den Kampf zu kommen. Aber vor allem im Amateurbereich haben die jungen Kämpfer noch nicht so das richtige Feeling, powern sich oft in der ersten Runde schon aus. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Die erste Runde ist auch gleich vorbei. So, und wir gehen in die erste Pause. Noch einmal für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, willkommen zu Vendetta 34 hier im Hallmann Dome. Die Halle wird immer voller. Wir sind jetzt in den ersten K1-Kampf gestartet, gerade eben die erste Runde ist um. So, jetzt gibt es noch ein paar Instruktionen von den Ecken. Wir haben hier zwei relativ junge Kämpfer, 22 und 21 Jahre. Es geht mit der zweiten Runde weiter. Jetzt eindeutig ein bisschen vorsichtiger und konzentrierter. Ein bisschen fokussierter als vorher. Mobasa Baraki zurzeit mit den besseren Treffern. Er ist übrigens vom Thai Cross Gym. Immer wieder gute Treffer von Baraki.
Aber jetzt haben beide auch ein bisschen von der Geschwindigkeit rausgenommen. Beide jetzt fokussierter in der zweiten Runde. Wollen nicht mehr zu viel Energie für Schläge ins Leere vergeuden. Runde wird angezählt. Martin Deák aus Ungarn. Schöner Headkick vom Ungarn. Aber Baraki lässt sich nicht davon beeindrucken. Zehn Sekunden noch in der zweiten Runde. In der zweiten von drei Runden. Und die zweite Runde ist durch. So, jetzt werden noch die letzten Kräfte mobilisiert für die letzte finale dritte Runde. Zurzeit sehe ich Mobasa Baraki von den Punkten her vorne. War einfach in der ersten Runde sehr viel aktiver, hat auch bessere Treffer gelandet. In der zweiten war es dann relativ ausgeglichen, von meiner Sicht aus. Also sind wir gespannt, was die dritte und finale Runde jetzt mit sich bringt. Und die letzte Runde hat begonnen. Schöner Konter von der. Backfist. Aber das ist beim K1 nicht erlaubt. Schöne Kombination jetzt von Baraki wieder. Und ich glaube, Baraki möchte den Sack zumachen. Gibt jetzt noch alles in der letzten Runde. Die letzten 30 Sekunden. Schon langsam taut der Ungar auf, aber ich glaube, er kann den Kampf nicht mehr umdrehen. Jetzt wieder eine Unterbrechung. Und die letzten 20 Sekunden brechen an. Versucht Baraki noch mit ein paar Schwingern. Und der Kampf ist vorbei. Für mich geht der Kampf klar an Baraki aus Wien. Aber schauen wir mal, wie es die Punkterichter so gesehen haben.
So, und wir kommen jetzt zur Urteilsverkündung, zur offiziellen. Und wir kommen zur offiziellen Urteilsverkündung. Wir haben eine einstimmige Punkteentscheidung für die rote Ecke, Mobasha Bakari! Ja, und wie zu erwarten war, klarer Sieg für Mobasha Bakari. Ja, und als nächstes am Programm steht ein Amateur-Boxkampf.